Moin, ich bin Bettina Tietjen und ich liebe Camping. Dieses Jahr habe ich mir was ganz Besonderes vorgenommen, einen Roadtrip. Eine Reise durch Deutschland, von Nord nach Süd, von der Ostsee bis in die Alpen. Natürlich mache ich das nicht allein, ich habe mir unternehmungslustige Begleitung gesucht. Entertainer-Legende Jürgen von der Lippe, Podcasterin Laura Larsson, Paralympic-Star Matthias Mester, Schauspielerin Elena Uhlich und Comedian Abdel Karim. 6 Camper, 3 Wohnmobile für eine Woche zusammengeschweißt. Ich bin gespannt. Ich bleib für immer hier, ich bleib für immer hier. Ich bleib für immer hier, ich bleib für immer. Und das war unser Start. Es geht los! Juhu! Juhu! Habt ihr alle Schwimmbesten dabei? Wir haben doppelt so lange gebraucht, wie wir dachten. Wir sind immer noch nicht da. Brillen können sich heute abschminken, ne? Aber wir haben sehr, sehr, sehr doll Hunger. Ich möchte keinen Lippenstift ich möchte an die nicht Pfoten kriegen. Guck mal, hier sehe ich das Campingplatzschild. Moment. Endlich, unser erster Campingplatz. Aber wo genau müssen wir denn hin? Also, warte mal, stopp. Wenn wir jetzt hier reinfahren, Zufahrt, ja. Hier ist der Parkplatz, ja. Dann müssen wir hier rechts hoch. Sie hat sich verfahren. Wie, sie hat sich verfahren? Ist das der falsche Campingplatz? Ja, wir sind jetzt drauf. Wir fahren jetzt Ja, ihr seid aber in die falsche Richtung gefahren. Ihr seid links gefahren, ihr müsst rechts hoch, Richtung also A und B. Fahren. Laura leitet mich jetzt und ihr müsst hinterher fahren. Wir drehen jetzt. Wir sind falsch informiert worden. Von euch, glaube ich. Also nach meiner Karte. Ich mache gleich das Ding aus. Richtig. Niemand mag Besserwisser, Jürgen. Ich mache hier gleich das Walkie-Talkie aus. Da musst du vielleicht so fahren, ne? Ja, da kann ich. Nee. Es ist doch Quatsch. Sie ist doch irgendwo lang gefahren, Jürgen. Guck doch mal. Da komme ich doch gar nicht. Nimm doch jetzt mal den Plan ja, raus. Aber ich weiß den heimlichen doch Plan. Ich weiß. Weil das ist doch alles. Ist doch einfach irgendwo abgebogen. Wir sind doch mitten in der Walachei. Dann bleib doch jetzt stehen. Nein. Na, das geht ja gut los. Dabei ist das hier so ein herrliches Fleckchen. Camping-Idylle am Hüttensee. Mitten in der Natur am Südrand der Lüneburger Heide. Wirklich traumhaft. Wenn wir nur endlich unseren Platz finden würden. Na, sitzen die beiden. Sollen wir da hin? Stopp! Wo sollen wir denn hin jetzt? Du als Camperin weißt es wahrscheinlich schon, dass unsere drei Bullis einen Raum bilden. Weg. Wer sollte denn diesen Platz finden? Aber guck mal, was das für eine schöne Lage ist hier. Ja, das ist doch herrlich. Die hinterste Ecke. Am Arsch ist das hier. Was ist jetzt der nächste Step? Ich glaube, wir machen jetzt mal die Markisen raus und unsere Stühle raus, dass wir Möbel haben, oder? Das ist jetzt der erste Schritt? Ja, was denn sonst? Was ist denn mit dem Essen heute noch? Hör mal, wenn ich jetzt noch von dir noch ein, eine Erwähnung von, Essen. Ich glaube, wir können nicht mehr grillen. Wir grillen schaffen wir nicht mehr. Und was machen wir mit den ganzen Sachen? Frühstücksgrill morgen. Ja, was übrig ist, Grill. Du kannst mir mal sagen, wie man die Markise hier ausfährt. Ja, das weiß ich doch nicht. Das müsst ihr selber rausfinden. Das ist eine Aufgabe für euch, eine Rätselaufgabe. Ihr müsst rausfinden, wie man die Markise rausmacht. Jürgen, es geht jetzt nicht um das Gepäck, es geht jetzt um die Markise. Nein, ich will jetzt eine Jacke. Guck mal, Laura, ich mache jetzt mal eben hier die Beine raus. Warte, ich muss ganz kurz hier was verstauen hier drinnen. So, und? Habe ich Außenlicht? Guckt mal. Aua. Guck doch mal bitte, Jürgen, wo die Markise ist. Was für eine Markise hier? Damit wir das mal vormachen. Ah, hier, guck mal. Was? Hast du vor? Kommen Sie bitte. Ich komme. Das Teil brauchen wir. Dann hier reintun. Ja, aber wo ist das? Krieg ich die Stange wieder nicht raus hier. Aber wo ist das Ding denn, Abdel? So, kannst du mal versuchen. Das schaffe ich nie. Die bleibt immer da oben drin hängen. Was hörst du hier? Den Wagen hier. Ich habe schon die ersten Moskitos drin. Ja, schön. Gib ihm was zu essen. Ach, du hast ja nichts mehr. So, tschüss. Markise am Kastenwagen. Ach du Scheiße. Wir haben ihn! Ja!
Ruhe! Wir haben ihn gefunden! Von hier kam Swomo TV. Da, da, ja. Ja, eben. Vorsicht, Vorsicht, der Wagen. Jetzt musst du es noch lösen irgendwie hier. Mach mir doch mal Licht, bitte. Schau mal, wie soll ich dir denn Licht machen? Du hast mich mit Gepäck behängt. Ich hab jetzt selber Licht gemacht. Ah, nee. Ich will nach Hause. Nix da, Jürgen. Jetzt kommt erstmal der gemütliche Teil. Romantischer Sundowner im Schein der Lichterketten. Prost. Prost. Ich finde, ein bisschen Stil muss auch sein, wie ihr an der Tischdecke auch seht. Wenn ich ganz kurz was sagen darf, ja. Ich hatte in meinem Leben schon sehr viele schöne Tage. Das heute. War keine Ahnung. Das heute ist der schönste Tag meines Lebens. Oh, ja. Das Wichtigste im Leben ist die Familie. Ein Stößchen, ein Brüstchen. Ja, oh, das ist ein Weinglas der Herzen. So. Ich fand, das war ein schöner Tag. Ah, sehr schön. Und ich bin froh, dass ich wenigstens ein bisschen Winterkleidung dabei habe. Wie ist es bei euch? Hast du nichts Wärmeres? Nein. Wie nichts Wärmeres? Aber 38 Jacken. Das sind nicht 38 Jacken. Das ist eine Fleecejacke, eine Weste, dünn. Ein T-Shirt und eine Regenjacke. Ja, aber Jürgen, ich habe die wir hatten beim letzten Mal campen dasselbe Problem, als wir zusammen gecampt haben. Jürgen, da hast du auch anderes. Gefroren. Ich hatte beim letzten Mal campen ganz andere Probleme, über die ich auch lange und liebevoll gesprochen habe, die mich auch zu dem Entschluss gebracht noch haben, mal zu campen. Aber nicht mehr in einem Wohnwagen zu übernachten. Stimmt, das hat Jürgen gleich gesagt. Ja. Jürgen hat es zur Bedingung gemacht. Er hat, als ich ihn angerufen habe und gefragt, ob er noch mal mitkommen würde, hat er gesagt, ja, aber nur unter einer Bedingung, dass er nie wieder in einem Wohnmobil oder Wohnwagen schlafen muss. Hat er denn mal im Wohnmobil geschlafen? Ja, natürlich. Ja, das habe ich doch gerade erzählt. Er hat doch eine Nacht da geschlafen. Oh, Jürgen, das klingt bei dir ein bisschen nach wirklich tief empfundener Hass, der lang, nie wieder gehen wird. Eine Stunde hat er darüber gesprochen. Sehr mal. Gut beobachtet. Ja, ist sehr so. Eindeutig sogar. Was ist denn das Erste, wenn du auf Klo gehst? Du willst die Tür zumachen können. Das kannst du nicht. Auf diesem, weil es zu klein ist. Du hast bei offenem Klo, warst du auf dem Klo? Musste ich. Ich hätte mir sonst ein Bein amputieren müssen. Das du bist war doch mir so zu schlank hier. Ja, hier. Aber mein Unterkörper. Ich werde heute im Bulli schlafen, Campingbulli, und morgen den Hass von Jürgen nachempfinden. Mm-mm. Bin ich mir sicher. Aber nur wegen Klo. Das war eben nur wegen Toilette. Ja, ich vermute ja, mal, das ja, muss ja auch ein bisschen wehtun. Campen muss ja auch Wieso ungemütlich sein ein bisschen. Wehtun? Ja, im Sinne von ungemütlich. Es darf ein bisschen kälter sein. Die Toilette muss nicht so gemütlich sein wie zu Hause. Naturverbundenheit. Naturverbundenheit. Das ist der Witz. Oder ist das für dich das Ding? Nein, unter anderem. Immer, immer draußen sein, ein bisschen runter. Also nicht das, was man sonst immer hat. Ein bisschen spartanisch. Also ich liebe es erstmal, muss ich sagen, jetzt hier mit euch zu sitzen, schön gemeinsam. Schlafsituation, ich weiß noch nicht, großes Löffelchen mit Abdel, ist nicht vielleicht so meins. Müsst ihr nicht. Ich kann euch das jetzt, soll ich euch das schon erzählen? Ja, was für ja bitte. Erzähl. Ja. Also ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten. Also jeweils einer kann ja schon in diesen beiden Autos schlafen. Also ne, da sind ja Betten drin, ja. Alles Wieso drum nicht dran. Zu zweit? Ja, wenn ihr das möchtet. Also ich schlafe in meinem Auto alleine, weil das ist Und ich das würde ist auch so nicht zu zweit schlafen. Nee, das finde ich auch mit fremden Personen in einem so einem kleinen Auto schlafen, das muss ja nicht sein. Das hat man früher oft gemacht. Hat man früher? Wann mit denn Fremden. Früher? Mit Fremden? Zu schlafen. Ab, was? Als man jung war. Nein, ich meine ja nicht mit. Ich meine in einem Auto jetzt einfach nur da so auf engem Raum zusammen schlafen. Also ob das sein muss. Ja, und dann kommt der Satan der Begierde. Junge, du hast aber auch immer nur eins im da. Kopf. Ich sag's aber nur. Mit dir würde ich, weil dich kenne ich. Ja, aber Elena, würdest du, weißt du, mein Auto, das Bett ist 1,30 Meter breit. Ich meine, ich kann euch, wenn ihr wollt, erzählen, was in diesem Urlaub passiert ist. Das wird dich interessieren, weil du mal gesagt hast, wie kann man auf diesem schmalen Raum zu zweit liegen? Gar nicht. So, da muss ja der eine oder anderen rüberklettern. Ja. Ich lieg vorne, mein Mann liegt hinten. Dann kam er nach mir ins Bett und muss ja über mich rüberklettern. Dann hat der sich mit seinem Knie auf meinen Rippen, auf Aua. Meinem Brustkorb abgestützt. Und ich bin wach geworden davon, dass meine Rippe gebrochen ist. Gebrochen? Krack, hat es Ach, gemacht. Du Scheiße. Und dann schrei ich natürlich und sagte, oh mein Schatz, ich dachte, du wärst da schon zu Ende. Oh ich schlafe allein heute. So, das kann passieren, wenn man auf so einem engen Raum zusammen schläft. Ja, ich glaube, das war eine jahrelang aufgestaute Sache. Du meinst, er hat das extra gemacht? Nein, das glaube ich nicht. Das ist nur eine kleine Anekdote, was passieren kann, wenn das zu schmal ist. Deswegen ja. wollte ich sagen, ich würde euch raten, alleine. Zwei könnten theoretisch da schlafen. Da schlafen. Und dann? Weil wir sind ja mehr als zwei. Wir haben da hinten noch so Mietwohnwagen, die etwas größer sind. Da kann man auch schlafen. Und natürlich im Hotel. Ja.
Sehr schön. Den mache ich heute nicht. Ich penne heute im Bulli. Ich auch. Ich will es unbedingt testen. Okay. Ich würde mal morgen auf die Erfahrung warten und würde heute mit ins Hotel fahren. Okay, alles klar. Morgen, du wirst die Erfahrung. Ich will erst mal wissen, was der Abdel erzählt. Ach, du willst, was er erzählt? Ja, 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 ja. Ob der irgendwie von Wildschwein angeknabbert wurde, oder? Ja. Ach ja, ganz kurz. Matthias und ich waren ja heute beim gemeinsamen Shoppen. Wir wollten einen Freund überraschen. Ja. Aha. Und das ist uns hoffentlich gelungen. Jürgen, das ist nur für dich. Was hast du dir heute gewünscht? Sonne. Fast. Feuchtis. Oh. Das ist ja zauberhaft. Das ist wirklich nur für dich. Aber Jürgen, das war ja noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Wir haben noch eine Überraschung für dich. Nein, das ist eine so große Geste. Wie wollt ihr das noch? Bleib beim Thema Ruf. Du hattest ja heute von sexuellen Handlungen auch gesprochen und die Sympathie zum Abdel. Deswegen habe ich dir auch noch was Kleines mitgebracht. Ach, wie schön. XXL. Was ist das? Kondome, Luftballons. Aber was macht denn Jürgen heute Nacht mit Kondomen? Lass Warte mal, ich war ja mit dem im Hotel. Mach mir nicht alles kaputt. Ich hoffe, Sie konnten dich damit überraschen. Ich bedanke mich. Hatte Martina ganz, das war seine Idee. Ich weiß nicht, über was ich mich mehr freue. Das werde ich häufiger benutzen. Ja. Man weiß ja nie. Wisst ihr was, ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn ich an die nächsten Tage denke. Das Schöne ist, dass wir jetzt zusammenfahren. Du wirst lachen. Ich brauche das mittlerweile. Schon ein Tag hat gereicht. Ich will nie wieder was anderes. Du bist schon süchtig nach ihr. Ja. Ja. Ich wünsche an dieser Stelle eine gute Nacht. Ja. Ich liebe meine Reisegruppe, auch wenn nicht alle über Nacht bei mir auf dem Platz bleiben wollen. Aber ich werde sie schon noch bekehren. Fürs Erste, gute Nacht. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Ja, Mensch, wie geht's euch denn? Das ist doch ein wunderschöner Morgen. Es gibt, man glaubt nicht, dass es mal geregnet hat. Naja, das wird sich ja gleich ändern. Ja, das glaube ich nicht. Wie kann man so pessimistisch sein? Ja, ich kenne doch den Laden. Aber ich will das euch nicht zu nahe treten, aber kann es sein, dass die Fleischauswahl ein bisschen größer ist als die unsere Veggie-Auswahl, ja. Nee, komm. Probier doch mal. Wir haben ja ganz viel. Wir hätten das Ganze, was wir grillen. Und ich möchte natürlich wissen, wie eure Nächte waren. Also, ich hatte ein Wasserbett. Schmeckt nach Waschlappen. Du hattest ein Wasserbett? Ja, wirklich jetzt? Ja, war aber ein bisschen zu wenig Wasser drin. Was? Und ich hatte Angst, dass ich Rücken habe heute. War aber nicht. Aber wieso hattest du denn ein Wasserbett? Was war denn das für ein Zimmer? Das Hotel war ausgebucht und wir zwei haben Monster-Suiten gekriegt. Ich hatte so eine Porno. Bitte? Ja. Wirklich jetzt? Ja. Das ist jetzt kein Quatsch. Ich habe ein Video davon. Wo gehen wir als Erstes hin, Jürgen? Also hinten durch, ja. Mit Sauna und Whirlpool in dem einen Zimmer. Linker Hand der Whirlpool. Ach du Scheiße. Tada. Und so ein Spiel dann über Bett. Oh yo. Hier kann man auf jeden Fall zwei Nacht bleiben. Oh, Jürgen, das ist ja wirklich ein Wasserbett. Ja, Jürgen. Also das aber heißt, ihr wart in einem ehemaligen Puff untergebracht. Nein, das waren vier Hört sich für Sterne mich so an. S, glaube ich. Ah, okay. Und ihr beide habt ja netterweise mir Gesellschaft geleistet, sonst wäre ich ja ganz alleine hier gewesen auf dem Platz. Also ich hatte eine okaye Nacht, nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste meines Lebens. Mhm. Ich hatte große Probleme. Ich musste so lachen über mich. Ich habe ja wohl eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt in das Bett reinzukommen. Denn das Bett war hoch. Und ich bin jetzt so klein. Und ich war von meiner Muskulatur her nicht in der Lage, mich hochzustützen auf dieses Bett. Das hättet ihr sehen müssen. Hat jemand eine Tüte dabei, wenn ich unterbrechen darf, für Jürgen? Der hat was von der Veggie-Wurst probiert. Ist nicht so dein Ding? Spuck aus. Jürgen, nimm die. Warum tun Menschen einander sowas an? Ja, ich find die voll okay. Ich finde die auch okay. Ich finde die Waschlappen ein bisschen, aber es schmeckt voll scheiße. Ich musste leider gestern die Füße raushängen lassen. Nein, das nicht. Ich musste leider, weil die wollten nicht aufhören. Ich musste leider 30 Insekten mehr oder weniger töten.
Warum? So viele? Ja, das waren mindestens 30. Ja, ja. Viele habe ich einfach rausbekommen. Ja, ja, ist krass. Aber in die Zeit, wo die rausgingen, kamen die anderen wieder rein. Ja, gut. Und dann musste ich halt leider mit dem Handtuch tanzen. Laura, möchtest du auch Ananas gegrillt? Aber es war dann eine ruhige Nacht. Es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, zum Frühstück mal zu grillen, oder? Ist immer was anderes. Mach ich immer. Bettina, wie drehe ich den denn hoch, den Grill? Wie hochdrehen? Was heißt denn hochdrehen? Ah, hier. Damit der ein bisschen Gas gibt. Ja, wir haben ja auch nicht ewig Zeit, ne? Das ist nämlich das Stichwort. Na, wir sind doch habt jetzt ihr gewusst, weil hier Blaubeeren liegen, ja, habt ihr gewusst, dass hier in der Lüneburger Heide das größte Blaubeeranbaugebiet überhaupt ist? Welt, wusstet ihr das? Der Welt? Der Welt weiß ich nicht, aber ich glaube, mindestens Deutschland, wenn nicht Europa, ja, ein riesiges Blaubeeranbaugebiet. Und was haltet ihr davon, wenn wir versuchen, gucken, ob wir uns ein paar Blaubeeren selber ernten können? Du willst mit mir in das Feld gehen? Ja. Weißt du, wie das färbt? Das kriege ich nie wieder aus den Klamotten raus. Aber das passt ja farblich zum Hemd. Wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht beschmutzen. Und ich möchte es mit euch einfach ausprobieren, weil das ja eine Abenteuerreise ist. Und wir alle Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Ja, aber Moment. Um 7 Uhr morgens grillen. Wie fahren ja, genau. wir denn? Wie fahren wir denn heute? Oh, wie wir fahren, das weiß ich jetzt auch wie gar nicht. Wie fahren wir denn? Das müssen wir nachher noch klären. Das müssen wir nachher noch. Und Veggie-Wurst essen. Ja, sehr lecker oh, übrigens. Die Ananas kann mir verbrennen. Das. Elena, würdest du meinen Bus fahren? Laura. Wenn du das möchtest, fahre ich dich jetzt in deinem Bus. Es ist dein Bus. Ich aber würde ich kann ihn nicht fahren. Aber ich könnte dich chauffieren in deinem Bus. Ich würde dich auch füttern, ohne dass ja. ich das dann nach allen erzähle ja. den ganzen Tag. Rein. Und ich kriege auch mehr als 5 Chips. Ja, wer fährt denn mit mir? Ja, wahrscheinlich dann ich, weil Jürgen muss ja dann zu Matthias, wenn wir wechseln genau, wollen. Wir wollen ja wechseln. Dann fährst ja. du mit mir, alles sehr klar. Und ihr beide fahrt zusammen. Aber sehr Bettina, du fährst ja. ja. Ich möchte was ja. sagen, ja. was mir jetzt an dieser Stelle wichtig ist. Was denn? Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir uns als Fahrer eingerufen, was ich ja richtig finde. Ja. Das heißt aber ja im Umkehrschluss, dass ich nie mit dir fahre. Dann möchte ich mit dir schlafen. Wie ja. bitte? Ja. Ich genieße mein Leben. Einsteiger, I'm ready. Let's go. Ich bitte darf. Herrlich. Ach so, so läuft das. So läuft das hier bei mir. Ah ja, danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Da ist der Wespe drin. Warte. Alle sehr freundliche. Die haben hier auch nichts weiter zu tun. Tschüss. Die mögen uns alle, ne? Ja. Das freut mich auch. Und die dich alle erkennen, sind das deine Fans von deiner Comedy oder von Let's Dance? Nee, die verwechseln mich mit Sarah Somuncu. Ich glaube übrigens, die winken uns nicht, weil ich bin und du bist, sondern weil man das hier so macht. Weil man das so macht, glaube ich. Das ne? ist wenn so. Man einfach so winken. Was ist da hinten drin? Leerbude? Ich weiß auch nicht. Wann hast du gedacht, ich könnte das beruflich oder ich könnte damit vielleicht Geld verdienen mit dem lustig sein? Das haben mir Freunde gesagt, irgendwann. Ach so. Ja, ich hab's gar nicht. Ich fand es zwar lustig zu sein. Ich fand auch diese Comedy-Welle, die ich erlebt habe, RTL Samstagnachtshow und Volker Pispers, wie sie alle heißen, Harald Schmidt-Show, fand ich alle super. Ja. Aber ich habe nie in Erwägung gezogen, das als Job zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, probier es mal. Ich war nicht. Lass uns über Wassermelonen sprechen. Sehr gerne. Magst du Wassermelonen? Ich finde Wassermelonen in Stücke geschnitten, dazu ein paar schwarze Oliven, Schafskäse drüber gebröckelt, ja, mit Zitronensaft, Würzen und Pfeffer. Das klingt schon mal geil. Sensationell. Eine Sekunde, ich habe jetzt unseren Namen. Was? Bettina Tiertien und Abdel Karim haben jetzt einen Namen, weil Tina fährt und wir uns so oft verfahren und umkehren müssen. Tina Turner. Der ist gut. Fein gehackte Minze. Darauf. Mhm. Sensationell. Das klingt lecker. Sehr schöne Ohren übrigens. Ganz kleine. Ganz schön. Ich fand ja, meine stehen immer zu sehr ab. Darf ich mal gucken? Unbedingt. Nee. Na gut. Kochst du? Tatsächlich, nee. Ich kann Nudeln und Toast. Mal bei Let's Dance habe ich auch gedacht, als ich dich gesehen habe, vielleicht könnte ich es doch mal versuchen. Also nach mir kann das jeder probieren. Mein Mann, der ist schon beim Hochzeitstanz verzweifelt an mir. Ja. Mir hat ein Tanzlehrer gesagt, der Mann führt, bei mir sah es aus wie entführen. Wenn du eine schnelle Soße brauchst, ja,
Dann nimmst du eine Pfanne, machst einen ordentlichen Schlag Butter rein, ordentlichen Schluck Sahne, eine halbe Kelle von dem Kochwasser der Nudeln, was ja gesalzen ist, und dann drei Tröpfchen von dem Trüffelöl. Oh, das klingt alles so lecker. Jetzt habe ich einen neuen Namen für uns. Trüffelspaghetti. Haben die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als sich einen Namen für das Auto überlegt? Ich weiß es nicht. Na gut, warum nicht, ne? Ihr Hobbylosen. Wir sind alle sehr neugierig, wie Elena und Laura sich nennen. Wir unterhalten uns hier gerade. Wir sind hier im Gespräch. Wir sind im Leben. Wir haben keine Zeit, uns irgendwelche Namen auszudenken. Macht ihr das mit euch aus? Ist aber ein langer Name. Was habt ihr gesagt? Aber ein langer Name. Macht ihr das mit euch aus, könnte man, so können die sich doch nennen. Ja. Aber wir können sagen, macht ihr das mit euch aus, so heißen wir. Wir heißen, macht ihr das mit euch aus? Ja, das finde ich sehr gut. Genau das hat Tina gerade vorgeschlagen. Ihr seid doch wirklich. Wer ist das denn? Abdel. Der spinnt. Der hat eine Macke. Hodenhagen. Bitte, mach ein Foto von Hodenhagen. Wie denn? Bitte, mach ein Foto. Ich bleibe einfach im Kreisverkehr stehen. Heute. Ist das normal, dass man im Kreisverkehr hält? Nee. Du stehst mitten im Kreisverkehr. Ist mir scheißegal. Hinter uns, wir bleiben jetzt hier stehen. Muss ich das ransuchen? Jetzt fahre ich noch mal im Kreis. Was mache ich denn? Ich muss ja hinter denen bleiben. Die Gruppe splittet sich gerade auf. Kann uns mal einer aufklären? Wie wir jetzt fahren sollen? Oh, jetzt haben wir die schon wieder verloren. Da geht's doch auch nach. Warte, da geht's doch auch nach Hodenhagen. Ja, es geht hier überall nach Hodenhagen. Pass auf, hast du? Hast du? Hier geht's nach Hodenhagen. So. Und die sind hinter uns, oder? Sind die hinter uns? Guck. Warum bleibt ihr nicht einfach mal an uns dran? Wenn man in der Kolonne einmal ausschert, drehen sie durch. Ja, lass den reden. Lass den einfach reden. Mein Gott. Weil ich noch meine Echo-Runde gedreht habe, weil ich noch ein Video von Hodenhagen machen wollte. Ist ja kein Grund rumzuschreien. Die Laura hat so einen latent aggressiven Unterton. Ja, ja, haben wir alle bald. Jürgen hat den auch. Finde ich sehr lustig bei Jürgen. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende der Woche sein wird. Ich kann dir schon sagen, 6 Autos. Sind das die Blaubeeren? Ich glaube ja. Das ist aber nicht sehr eindrucksvoll, oder? Ach hier, ist das hier das Heidelbeerenfeld? Hier doch nicht, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein, ich bitte dich. Aber das macht sie da, da fährt sie doch. Wir fahren doch, das ist doch nicht das Heidelbeerfeld. Doch. Das kann doch nicht sein. Doch, mein Herz. Das macht mich ganz traurig. Doch. Ich hatte jetzt so große Felder. Das Funkgerät ist ab jetzt nicht mehr erreichbar, wir steigen aus. Du hast überhaupt gar nichts zu sagen. Okay? Nur die Ruhe, Kinners. Natürlich habe ich uns ein richtig großes Feld ausgesucht. Und die Lüneburger Heide ist tatsächlich das größte Blaubeeranbaugebiet Deutschlands. Hallo, da sind wir. Hi. Hallo. Wir sind die Kammerjäger. Man soll bei Ihnen Blaubeeren pflücken können. Da sind sie hier goldrichtig. Sind sie richtig? Ah, Gold gibt's ja auch. Bitte? Gold gibt's ja auch. Lass doch jetzt den Mann mal in Ruhe. Let's go. Und die führen uns jetzt dahin. Na. Wie hoch sind die Sträucher? Bis zu 2 Meter. Haben Sie eine Fahne für mich, dass man mich wiederfindet dann? Ihr passt auf mich auf, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Hey, Matthias, bitte. Du, ich laufe nur noch hinter dir. Was ist der Unterschied zwischen Blaubeeren und Heidelbeeren? Die Blaubeeren sind wirklich die kleinen, die auch noch blau von innen sind. Ja. Und die Heidelbeeren, aber eigentlich Kulturheidelbeeren, das sind die wir hier vermehren und auch beernten. Aber ganz kurz, was ist denn der Hauptunterschied zwischen Heidelbeeren und Grizzlybeeren? Die einen kratzen die anderen nicht. Muss man einfach nie drauf antworten. Sehr gut. Die einen kratzen die anderen nicht, den merke ich mir. Okay, also wir fahren jetzt mit dem Bus ins Feld und pflücken. Das sind unsere Eimer. Damit ihr auch was Vernünftiges macht. Und wie viel ist das gewichtsmäßig dann? Hier im Eimer sind ungefähr 4 Kilo. Oh.
Bitte schön. Ich werde eine Handvoll machen, das reicht vollkommen. Mehr schaffe ich nicht. Die meisten werden wahrscheinlich sowieso im Mund landen. Ne? Das ist ja ganz schön versteckt hier, die Blaubeer. Die Plantagen sind mitten im Wald, weil hier der Boden einfach bestens stimmt. Aha. Aber können da nicht einfach Leute hinkommen? Die sind eingezäunt, die Plantagen. So. Ja. Wald hat ja eine beruhigende Wirkung. Oh, guck mal, wie riesig die sind. Die hängen ja richtig schwer. Ja, richtige Oschis sind das. Alright. Ich bin mal gespannt. Boah. Da, ich weg. Okay. Komm mit, ne? Hoppala. So, es kann losgehen. Ich bin motiviert auf jeden Fall. Ist ja richtig schön hier. Hallo. Erntet man immer einen kompletten Busch ab? Genau, man geht erstmal an einem Busch, erntet den vollständig ab. Ich habe eine. Zumindest nur die blauen, logischerweise. Und dann geht's weiter zum nächsten. Ich nehme den hier. Okay, ich gehe weiter vor. Ja. Sind sehr lecker. Oh ja. Ja, das schmeckt schön süß. Schmeckt nach Wald. Ich brauche einen zweiten Eimer, der ist voll. Ja, natürlich. Ich habe noch mehr davon, keine Sorge. Nee, also das schaffe ich nicht heute. Wie lange sind die denn haltbar? Drei Tage? Nee, gut eine Woche, anderthalb Wochen im Kühlschrank lassen. Das ist echt? Ach, im Kühlschrank? Das wäre anderthalb Wochen gewesen. Ja, ja. Im Kühlschrank ist wichtig, ja. Ja, dann brauchen wir den ganzen Eimer nicht heute verdrücken. Was macht ihr denn alles aus den Blaubeeren? Im Prinzip alles, was man sich so vorstellen kann, über Saft, Wein, die Standarddinge, Marmelade, Gelee. Kuchen. Kuchen natürlich, klar. Sekt, Schorle, Obstler machen wir. Echt? Echt? Obstler? Das ist sehr interessant. Oh, da würden wir doch mal. Heidelbeer-Obstler. Wie viel Prozent hat der dann? 34 hat er. Und ist, der ist aber nicht klar. Der, doch, ist, der ist klar, ja. Der ist gebrannt, ja. Und Jürgen, sollen wir den mitnehmen für heute Abend? Unbedingt. Was meint ihr? Also mein Eimer ist schon dreiviertel voll. Ich glaube, wir haben genug, oder? Ja. Was sollen wir sonst damit machen? Die müssen wir ja irgendwie auch essen, ne? Ja, wollen wir dann zurück? Aber also, vielleicht können wir den eintauschen gegen Kuchen. Findet ihr nicht auch, dass das süchtig macht, oder? Das ich könnte doch stundenlang weitermachen. Das ist sehr meditativ. Dann Elena! Lass uns los. Komm zurück, Elena! Hier bin ich! Wir müssen aufhören! Komm, wir wollen jetzt Kuchen holen. Ich tausche meinen Eimer gegen Kuchen. So kriegt man Elena schnell aus dem Heidelbeerfeld? Ja, mit dem Code von Es Kuchen. Gibt was zu essen. Ihr seid so gemein, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja? Nur weil ich einfach den Genuss des Lebens in mich aufsauge. Guck mal, ich habe viel weniger. Wieso bist du so flink dabei? Ich habe ganz schnell gepflückt. Ich könnte kommen, wir sind ungefähr gleich. Ihr seid richtige Pflücker. Wir können hier anfangen. Wir fangen hier an. Ja, unbedingt. Die waren aber auch so nett, ne? Sehr nett. Super nett, ja. Ich könnte ja noch mal so eine Blaubeere snacken. Ja, kannst du ja die ganze Zeit. Ist ja hier bereit für dich. Halt das ja hier für dich. Ich finde, dass man in der Landstraße fährt, man Deutschland ganz anders kennenlernt. Matthias und Jürgen, ich wünsche mir von euch ein Lied wegen der Straße. Matthias, weiß, was ich meine. Sing mal. Man kann sich wirklich nicht einfach nochmal unterhalten. Einmal weißt, was ich auch glaube, immer was sagen, was. Alle, alle, alle. Eine Straße mit vielen Bäumen. Ja, das ist eine Allee. So, jetzt haben wir, glaube ich, aber einen sehr schönen Platz vor uns. Also ich glaube, das ist so ein richtiger Glamping-Platz. Was ist das Glamping? Glamour? Glamour und Camping. Mein Ziel für die nächste Folge, alle zu überreden, auf dem Campingplatz zu übernachten. Mission Impossible? Mal sehen. Ich bleib für immer hier. Ich bleib für immer hier.